Vor einigen Jahren wurde Ingolstadt von einem fremden, unbekannten Wesen heimgesucht, das die Stadt tagelang in Atem hielt und ehrbare Bürger in Verwirrung und Schrecken versetzte. Liebe Leute, hört mir zu, denn vielleicht morgen schon steht ein solches Tier vor eurer Tür. Keiner hat es kommen hören, keiner hat's gesehen. Morgens sah man es ganz einfach auf dem Marktplatz stehen. Niemand wusste, was es war, niemand hat's gekannt. Es war einfach plötzlich da und ist rumgerannt. Es machte rapp, rapp mit den Beinen und klapp, klapp mit den Ohren. Es rüttelt und es schüttelt sich und bog sich leicht nach vorn. Es machte schlapp, schlapp mit der Zunge und zapp, zapp mit dem Schwanz. Es hüpfte und es drehte sich zum Rabarazap-Zap-Tanz. Eine Frau mit Pudelhund rief die Polizei. Ein öffentliches Ärgernis ist diese Hüpferei. Polizeiwachtmeister Knopf, der fragte nach dem Pass. Als ihn das Tier berührte, da wurde er rot und blass. Er machte rapp, rapp mit den Beinen und klapp, klapp mit den Ohren. Er rüttelt und er schüttelt sich und bog sich leicht nach vorn. Er machte schlapp, schlapp mit der Zunge und zapp, zapp mit dem Mund. Er tanzt auf allen Vieren, sich Hände und Füße wund. Tatütata, die Feuerwehr von Ingolstadt kam an. Helme, Wasser, Schlauch und Netz und 45 Mann. Der Hauptmann an der Spritze rief, los, nun fangt es ein. Doch ehe sie sich versahen, tanzten sie in zweier Reihen. Sie machten klapp, klapp mit den Händen und klapp, klapp mit dem Knie. Sie hopsten und sie drehten sich und riefen holla hi. Sie machten schlapp, schlapp mit der Zunge und zapp, zapp mit dem Fuß. Sie übten im Vereine den Rabarazap-Zap-Gruß. Die Rathaustüren flogen auf, der Bürgermeister kam mit Sekretärin Nasewitz und Akten unterm Arm. Pech und Schwefel, Sapperlot, ist hier alles durchgedreht. Dann warf er seine Akten fort, hat wie ein Hahn gekräht. Er machte klapp, klapp mit den Händen und zapp, zapp mit dem Po. Er hüpfte und er drehte sich und rief Valerio. Er machte schlapp, schlapp mit der Zunge und klapp, klapp mit dem Knie. Er sprang so wild im Dreieck, dass er vor Vergnügen schrie. 24 Vorschulkinder, ein Bauer und ein Schaf. Drei Förster und ein Altenclub, ein Lehrer und ein Graf. Marktfrau Bäcker, Schuster, Schneider tanzten hin und her. Der ganze Marktplatz drehte sich und es wurden immer mehr. Sie machten klapp, klapp mit den Händen und rapp, rapp mit dem Fuß. Sie hüpften und sie drehten sich und verbeugten sich zum Gruß. Sie machten schlapp, schlapp mit der Zunge und zapp, zapp mit dem Mund. Sie kugelten, rollten, hüpften sich, Arme und Füße wund. Fragte rum, was denn nun sei. Von einem fremden Wesen, da wusste niemand was. Und jeder tat, als war das Ganze nur ein Spaß. Die Polizei von Ingolstadt ging einen Steckbrief aus mit einem Bild von diesem Tier an jedes zweite Haus. 200 Mark Belohnung stand da in weiß auf rot.
für jeden, der das Tier einfängt, lebendig oder tot, denn es macht Rapp, Rapp mit den Beinen und Klapp, Klapp mit den Ohren. Es rüttelt und es schüttelt sich und bog sich leicht nach vorn. Es machte Schlapp, Schlapp mit der Zunge und Zapp, Zapp mit dem Schwanz. Es hüpfte und es drehte sich zum Rabarre-Zapp-Zapp-Tanz. Es wurde nie gefunden, das fremde Rätseltier. Sein buntes Konterfei jedoch klebt heute auf jedem Bier. Und bei besonderen Festen, da singt der Männerchor den Ingolstädter Bürgern dieses Liedchen vor. Ich machte Rapp, Rapp mit den Beinen und Rapp, Rapp mit den Ohren. Es schüttelt und es schüttelt sich und bockt sich gleich nach vorn. Es macht es Schlapp, 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 Schl